Herzlich willkommen zur nächsten Tales of Xillia Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Soevo. Und wir gucken erstmal hier bei den Kisten. Da soll irgendwie ja noch irgendwo was sein. Ich weiß noch nicht mehr bei welchen Kisten das waren. Ich glaube hier oben, da glitzert es da auch schon an dem Pfosten. 10 Gold. Naja, das ist Andys Verdienst auf jeden Fall. Dann gucken wir uns mal das Gespräch an. If you leave an egg in an empty box and said egg gets crushed, the cause must lie within the egg itself. Okay. How's egg principle? It sounds obvious, but at the same time, not so much. 500 years ago, Professor Howe used that principle to deduce how spirit channeling works. Okay. Although people still channeled beforehand, right? They just didn't know what they were doing. Yeah. Since spirits have no apparent physical form, people weren't aware they existed at all. But Professor Howe surmised that something had to be converting the mana from our mana lobes into arts. Okay. And that turned out to be spirits. Verrückt, verrückt. Yep. His hypothesis was proven with the discovery of spirits that had taken physical forms. And because he figured out what was inside the egg, the age of spirit arts was born. Exactly. Although there's still a lot we don't understand about spirits. Like Maxwell being a busty 20-year-old. But even Professor Howe didn't see that. Oh, man. Alles klar. So, und Slogan meinte ja, wir sollen hier in dem Haus, wo wir gepennt hatten, irgendwie nochmal in den Keller gehen, von dem ich nicht mal wusste, dass es einen Keller gibt. Müssen wir erstmal gucken, wo jetzt hier der Keller genau sein soll. Gehen wir mal rein. Ach, da wahrscheinlich. Hier runter. Okay. Gut, dass ich den einfach mal übersehen habe. Oder ignoriert habe. So, was soll jetzt hier sein? Eine Porange. Okay. Ja, das kann ja wohl nicht alles gewesen sein, oder? Bin ja wohl jetzt halt nur wegen der Porange hier reingekommen. Vielleicht doch. Okay. Haben wir halt die Porange bekommen. Und dann haben wir hier auch einfach alles erledigt, was wir erledigen wollten noch. Und hier müssen wir rum. Oder? Ne, da unten. Bin schon etwas verwirrt hier. So, wir sollen ja die Stadt jetzt hier verlassen, um wieder in der Richtung Rashugal zu kommen. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet, wenn wir hier rausgehen mit dem Mädchen auch im Schlepptau. Eventuell, na, kaufen brauchen wir, denke ich, nichts. Das hatten wir ja erst gemacht. Die war ja keine Kämpfer oder sowas. Mal schauen. Was ist los, Mädel? Willst du dich noch verabschieden oder was hier? Oh, winke, winke. Keiner interessiert. Naja, die wird bei uns schon glücklicher werden. Und die Dorfbewohner freut sich auch, dass wir sie mitgenommen haben. Okay. Oh, cool Gespräch. Gucken wir mal. Oh, I guess I haven't properly introduced Elise yet. Oh, die Puppe hat auch sogar ein eigenes Fenster. I'm Elise Ludus. Hello. Oh, die Stimme mag ich irgendwie nicht. Und vielleicht gewöhnt man sich daran. You look like you'll be a fine lady when you grow up. I'm Alvin. It's nice to meet you. Well. Don't talk to strangers, Elise. Strangers are bad. Die Puppe ist dafür 10-mal geiler, ja. Why is this stuffed animal talking? Huh? Tipo always talks. Okay. Naturally. Oh, so I'm the one who's reacting strangely? Sure looks that way. I'm arguing with the stuffed animal. How unusual. Unusual, she says. Hmm. Coming from you, Mila?
Ah, sau gut. So. Das ist ein bisschen blöd, die sind ja die ganzen Anfangsgegner und die können ja jetzt eigentlich nicht wirklich was, würde ich sagen. Was nicht, gegen die brauchen wir, denke ich, auch nicht wirklich kämpfen. Das lohnt sich ja fast gar nicht. Gibt ja auch keine EP und gar nichts. Einfach nur mal hier den Kram noch einsammeln. Das ist halt auch ganz geil, dass man selbst entscheiden kann, gegen was man kämpft und wie viel man kämpft. Finde ich ein bisschen besser als früher mit den ganzen Zufallskämpfen, wo man dann gezwungen war, gegen sie zu kämpfen. Oder zu flüchten. Ui, jetzt habe ich auch versehentlich den Sack nicht aufgehoben. Okay. Und das ist Nummer 1. Aber wir kämpfen immer noch zu dritt, also die gehört wohl noch nicht so richtig zu uns, oder? Wir müssen die eventuell reintauschen, weil maximal nur 3 Stück dabei sein können. Das könnte ich mir auch vorstellen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir haben da zumindest noch keine Erklärung für bekommen. Ja, Level Up hatten wir erst. Also den Sack hätte ich aber schon ganz gern, aber du sollst mich mal in Ruhe lassen. Okay, jetzt können wir nehmen. Und weg hier. Verwundet wird's halt auch was. Naja, du mich auch. Hier ist doch bestimmt auch noch ein bisschen was. Da ist schon mal was. Ich frage mich ja, ob wir wirklich irgendwann dann Probleme bekommen, wenn wir so viele Gegner skippen, wie wir es machen aktuell. Ob wir dann irgendwann vielleicht doch mal leveln müssen oder so. Aber ich hab's ja schon mal gesagt, das machen wir dann, wenn es wirklich so weit gekommen ist, dass wir leveln müssen. Vorher hat es ja sowieso kaum Sinn. Weil je weiter wir kommen, umso besser ist es ja, weil die Monster ja später viel mehr Erfahrungspunkte geben als jetzt. Ist zumindest meine Rollenspielerfahrung, dass das so ist. Weil das bringt uns das, wenn wir jetzt hier 100 Kämpfe machen für ein Level und dann später für dasselbe Level quasi 2 Kämpfe brauchen würden. Und so, gucken wir mal, hier ist immer noch nichts. Da glitzert was. Und die lassen mich in Ruhe. Da hinten glitzert dann auch noch was. Spinnennetze. Oh, okay, Hundi. Wir haben mittlerweile aber auch ganz nette HP, finde ich, mit so 700, 800. Ich denke, das kommt vor allem durch diese Lilium-Kugel. Okay. Oh toll, wir kicken ihn nett hoch und er kickt uns hoch. Bisschen lächerlich. Zack, zack. So, und da ist der Glitzergram. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau, ob wir anfangen sollten, irgendwann Galt zu spenden. Ob sich das irgendwann wieder rentiert durch den größeren Rabatt oder so. Keine Ahnung. Könnt ihr ja auch mal eure Meinung zu sagen, ob ihr denkt, dass sich das rentieren könnte. Oder lieber weiter hier einsammeln, was geht, und dann den Spaß abgeben. Guck mal, kann man auf die Karte. Wo müssen wir denn rum? Da ist der Seehafen. Und da oben östlicher Bezirk. Nee, von da sind wir nicht gekommen. Sind von hier gekommen, oder nicht? Nee, von da können wir nicht gekommen sein. Oder? Gerade verwirrt. Nee, von da können wir nicht gekommen sein. Wir müssen von da gekommen sein. Wir müssen jetzt da runter. Okay. So, und gucken wir mal, ob in dem Seehafen wieder irgendwie ein bisschen Party dann für uns ist. Ich denke jetzt hier zwangsläufig. Komm, wir speichern einfach mal zur Sicherheit. Wer weiß, was jetzt hier in der Stadt abgeht. Man weiß es ja nie. So, schauen wir mal.
Da gibt's eine Quest, so wie es aussieht. Zwei sogar. Der Chefkoch sagt, ich muss lernen, wie man Natronreis macht. Leider habe ich keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Könnt ihr mir helfen? Alles klar. Vielen Dank. Wenn ich ihn nur einmal essen könnte, kann ich bestimmt herausfinden, wie man ihn macht. Also müssen wir ihm Natronreis besorgen. Ich denke, wir haben den noch nicht. Ich verlasse mich darauf, dass ihr mir Natronreis beschafft. Okay. Was mit dir? Noch mehr Monster haben sich am See westlich von diesem Hafen niedergelassen. Ich habe eine Söldnerin vor Ort gebeten, sich darum zu kümmern, aber ich befürchte, dass die Monster sie überwältigt haben. Könnt ihr bitte zum See gehen und sie retten? Klar, machen wir. Noch einmal vielen Dank. Ich denke, dass wir dann jetzt so zwangsweise doch den... nicht den Waffenladen. Zubehör will ich auch nicht. Den, hier sind Rüstungen. Da ist was Glitzerndes. Den Lebensmittelladen zwangsläufig doch erweitern müssen, um diesen Natronreis kaufen zu können. Ist jetzt aktuell so meine Vermutung. Falls man ihn nicht direkt schon kaufen kann. Das ist ein Objektladen. Wo ist denn hier der Lebensmittelladen? Wahrscheinlich da in der Gaststätte. Aber wo ist sie denn? Ist sie hier drin? Okay. Gucken wir mal. Würde zumindest logisch klingen, Lebensmittelhändler. Natronreis, das ist doch. Reicht ja, wenn wir es einmal kaufen, denke ich. Okay. Ist hier drin noch irgendwie eine Quest oder so? Irgendwie nicht, mit denen haben wir auch allen geredet. Hier irgendwie auch nicht, okay. Nö, dann kommen wir hier wieder raus. Geben wir dem erstmal seinen Reis. So what's keeping this Tipo thing floating in the air like that? Who knows? Sheer talent, I guess. Ich hab halt auch Talent, würde ich sagen, ist klar. So, Natronreis klein. Ah, das ist also Natronreis. Ich verstehe, man verwendet Miso als geheime Zutat, um den Geschmack von Natron und Reis aufeinander abzustimmen. Vielen Dank, jetzt kann ich mich als Koch verbessern und wachsen. Ja, kein Problem, habe ich gern gemacht. 1200 Gold, ich glaube, so viel hat es nicht mal gekostet. Ist sehr cool. Ich denke da, ach, da ist eine Quest. Ich denke, das ist die Quest, wo es dann weitergeht, deswegen gehen wir da mal noch nicht hin. Und gehen jetzt wieder hier in die Richtung von dem See. Um gegen die Gegner zu kämpfen, die aufgesagt wurden. Ich denke mal, die sind wieder da hinten irgendwo in dem Eck. Dann gehen wir da nochmal hin. Oh, hier ist ein Sack. Okay. Da glitzert was. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Da irgendwas, da ist nur die eine Kiste, die wir aber schon haben. Hier war der Sack. Glitzer, 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 Funkel, Funkel. Da ist wieder was. Das habe ich jetzt aber auch nur erraten, dadurch, dass wir es auf der Karte schon mal hatten. Falls ihr euch gewundert habt. So, hier ist sonst aber scheinbar nichts mehr. Aber auch gut, dass wir dann eben nicht hier hinten lang sind. Weil wir sonst ja die Quest noch nicht gehabt hätten, wir den Weg sonst doppelt gemoppelt gemacht hätten. So, da ist was am Funkeln, da ist ein Säckchen. Schon echt lustig, wenn man hier rumrennt und den ganzen Kram einsammelt, ey. Deswegen machen wir erstmal eine Runde. Und sammeln alles ein. Hier war doch sonst, also das letzte Mal war da ein Säckchen, das ist diesmal wohl nicht da. Das müssen wir kämpfen. Das heißt, die ist schon mal tot, würde ich sagen. Okay. Nächster Hund. Aua, du Saufi. Geht doch nicht ab. So, kein Problem. Und mit dem will ich nicht kämpfen. Da die Schatztruhe. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Auf der Rückseite vom Stein ist da auch nichts. Hier vielleicht, da ist was, okay. So, dann gehen wir mal hier weiter.
Da ist auch noch was. Oh, jetzt bin ich von dem einen Wolf wegrennen, renne in den anderen. Auch lustig. So, erstmal den ersten hier kaputt machen direkt. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Schön von hinten erwischt. Auch wenn er sich jetzt zu uns umdreht. Gut ist halt. Ui, ist schon klar. Macht er ja einen auf Kicken. Fällt mir jetzt nicht so gut. Ja, ja, du mich auch. Weg mit dir. Sehr gut. Kein Ding, kein Ding. Da ist wohl nichts mehr, da auch nicht. Dann gehen wir mal da hinten jetzt rum, wo wir hin müssen. Gehen wir mal hier die Rückseite. Da ist nichts vom Stein, da ist was am Glitzern. Sonst sehe ich aber auch nichts weiter. So. Da ist noch ein Sack und da glitzert weiter vorne auch noch was. Zack, zack. Ganz weit vorne glitzert dann noch was. Da ist auch wieder der Sack. Und da sind wohl die Gegner, von denen sie eben geredet hat. Oh. Die müssen wir jetzt wohl retten. Diese Söldnerin, die sie vorher schon angeheuert hatte. Okay, erster Tod, würde ich sagen. Ja, das ist dann wohl Nummer 2. Sehr gut, sehr gut. Na komm, den können wir auch einfach anzaubern, ist ja scheißegal. So, das war ja gar kein Ding. Wie sieht die denn aus? Danke, noch ein bisschen länger und ich wäre zu Abendessen geworden. Ihr scheint zu wissen, wie man kämpft, seid bloß niemals so unachtsam, wie ich es gewesen bin. Okay, wenn du das sagst. Holen wir uns hier die Sachen gerade noch. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt noch Richtung Stadt. Gucken wir uns noch ein bisschen um, nicht, dass wir irgendwas verpasst haben. Und falls wird der Andi es schon wieder sehen mit seinen Adleraugen. So. Von vorne müssen wir dann, glaube ich, rechts. Respawn ist scheinbar nix. Da glitzert noch was an dem Stein. Ich habe es genau gesehen. Und ganz hinten an dem einen Fels glitzert auch noch was. Nehmen wir natürlich gerade noch mit. Das ist schon krass, dass man das von so einer Distanz aus sehen kann, dass da was glitzert. So. Gucken wir nochmal, dass wir richtig gehen. Seehafen, okay, da ist auch noch ein Säckchen. Da ist doch was respawnt auch. Ich denke, sonst hätten wir das nämlich das letzte Mal schon bekommen. War ja doch relativ offensichtlich jetzt die zwei, drei Sachen noch. So, dann speichern wir nochmal. Und dann beenden wir die Episode auch an dieser Stelle. Geben die Quest das nächste Mal ab. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.